Faktastisch. Dieses Mal 11 idiotische Gerichtsprozesse. Ein 62-Jähriger gewann bei der Schweinetombola 2014 der Landjugend von Isenbüttel einen Gutschein für einen Schinken. Doch statt der Schweinekeule bekam er nur einige hundert Gramm des guten Fleisches. Deswegen verklagte der Mann die Landjugend. Das Amtsgericht Gifhorn hat die Klage abgewiesen. Der 62-Jährige sieht sich aber als moralischer Sieger. Eine Lehrerin hat eine 16-jährige Schülerin verklagt, denn die Schülerin sollte damit aufhören zu behaupten, dass die Lehrerin den Klassenraum heulend und schreiend verlassen werde, wenn Hasenbilder auf der Tafel zu sehen sind. Außerdem sollte es der Schülerin verboten werden, Hasenbilder an die Tafel zu zeichnen. Das Amtsgericht Vechta hat die Klage abgewiesen, denn die Lehrerin hat laut Zeugenaussagen tatsächlich den Klassenraum schreiend verlassen, wenn Hasenbilder an der Tafel zu sehen waren. Ein Politaktivist hat bei einer Großbäckerei einen Eimer abgelaufener Kekse geklaut. Sogar Bundeskriminalamt und Interpol suchten den Keksdieb. Mit dem sogenannten Container begann er Hausfriedensbruch. Zuerst verurteilte ihn das Amtsgericht Lüneburg zu 125 Euro Geldstrafe. Das Landgericht hat dem Mann jedoch freigesprochen. 2012. Ein Polizist klemmte sich auf der Toilette den Finger. Arztrechnung 200 Euro. Das Verwaltungsgericht München lehnte seine Klage ab, denn ein WC wird nicht dienstlich, sondern rein privatwirtschaftlich genutzt. An der Außentür der Toilette hört der Versicherungsschutz auf. Eine Mutter erstattete Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Der Grund? Ihr Sohn sollte Shenek Waho Tekumsi Migikau Kiowe Ernesto Intipretibi Pater Shayara Majim Henrico Alessandro heißen. Nach Ansicht der Verfassungsrichter sind 5 Vornamen jedoch genug. 12 Vornamen hätten einen erheblich belästigenden Charakter für das Kind. Der Biologe Stefan Lanker wollte demjenigen 100.000 Euro bezahlen und schenken, der mit wissenschaftlichen Publikationen beweisen kann, dass es Masernviren gibt. Der Mediziner David Bartens hat dann ein paar Studien verschickt. Lanker wollte nicht zahlen, Bartens forderte per Klage sein Geld und das Landgericht Ravensburg hat ihm stattgegeben. Der Pinscher Terrier Mischling Pico hat am Volkstrauertag 2013 bei einer Gedenkfeier zu laut gebellt und die Kranzniederlegung gestört. Deswegen musste sein Herrchen 100 Euro Bußgeld bezahlen. Die Verteidigung plädierte für Freispruch mit dem Argument, dass sich der Pico vom Trommelwirbel der Blaskapelle so erschrocken hatte. Das Amtsgericht Ansbach hat im Juni 2014 eine Katze als Zeugin vorgeladen. Damit sollte geklärt werden, welcher Familie die Katze gehört und wem die Katze am meisten Zuneigung zeigt. Das Tier lief sofort unter ein Auto. In Glorenz, Südtirol, wurden 1519 Feld- und Wühlmäuse wegen der Zerstörung von Feldern angeklagt. Ein cleverer Verteidiger konnte den Mäusen vor Gericht die Todesstrafe ersparen und er hat für die Nager eine Verbannung auf ein anderes Feld rausgeholt. Die Elefantendame Mary tötete in den USA, Tennessee 1916 einen Zirkusmitarbeiter. Okay, das kann passieren. Elefanten, riesige Tiere. Okay. Deswegen wurde aber die Elefantendame Mary zum Tode verurteilt. Hinrichtung durch Erhängen. Mit einem Industriekran an einem Eisenbahngüterwagen. Was für ein kranker Scheiß. Der Zahnarzt Klaus K. wurde angeklagt, weil er einem Patienten alle Zähne gezogen hat. Naja gut, der Patient S. hatte sich jedoch diese Behandlung ausdrücklich gewünscht, weil die Zähne seine Energieströme und seine Potenz störten. Wer kennt das nicht? Das Oberlandesgericht urteilte auf 20.000 Euro Schmerzensgeld. Zahnarzt K. erklärte später jedoch nicht mehr als Zahnarzt arbeiten zu wollen, sondern sich auf die Schwingungen von Körperzellen konzentrieren zu wollen. Falls euch das Video gefallen hat, freue ich mich über euer Kanalabo oder deinen Daumen nach oben. Vielen Dank! Neulich in der Zahnarztpraxis. Ja, ne, also Ihre Schneidezähne haben Sie schön geputzt. Oh, da bin ich ja beruhigt. Ja, aber Herr Shinek Wao, Tekumsi Migi Kaukiuwe Ernesto Intipretibe Pater Shayara Masim Henrico Alessandro, also Ihre Eck- und Backenzähne, die muss ich alle ziehen. Warum? Potenzstörung. Naja, also wenn Sie meinen, das ist ja schön und gut. Aber warum sind wir hier eigentlich auf Ihrer Toilette? Weil ich mich hier auf die Schwingungen Ihrer Körperzellen besser konzentrieren kann. Ein Zahnarztbohrer dreht sich 20 Mal so schnell wie der Reifen eines Formel-1-Wagens.